Mein Name ist Severin und ich arbeite als Vollzeit-Videoproduzent für Kanal Gratis und produziere hauptsächlich Angelvideos. Bei diesem Job geht es hauptsächlich darum, viel am Wasser zu sein, viel zu angeln und dabei Videos zu erstellen. Und heute habe ich eine richtig gute Nachricht für euch. Wenn ihr schon immer mal euer Hobby zum Beruf machen wolltet, dann ist heute die Chance. Wir von Kanal Gratis suchen nämlich einen neuen Vollzeit-Mitarbeiter für Deutschland, der mit in die Videoproduktion einsteigt. Und wenn genau das euer Ding ist und ihr euch schon immer mal gedacht habt, ich will mein Hobby zum Beruf machen und ihr seid komplett angelverrückt, dann ist genau das eure Chance. Ihr habt also heute die Chance, dass ihr euren Traum erfüllt und in die Angelbranche einsteigt. Es gibt ein paar kleine Kriterien. Ihr solltet zwischen 18 und 25 Jahren alt sein und natürlich komplett angelverrückt. Bewerbt euch jetzt mit dem Link in der Videobeschreibung, um eurem Traum ein wenig näher zu kommen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und viel Spaß am Wasser. Ciao. Herzlich willkommen, liebe Angelfreunde, zu diesem neuen Video. Wie schon eben erwähnt, gehe ich heute das allererste Mal Eisangeln und wer wäre dafür besser geeignet, um mir das zu zeigen, als Tobi Eckwall. Guten Tag, wie geht's? Ich hoffe, dass wir große Hechte heute fangen. Ja, ich hoffe auch, dass wir richtig große Hechte fangen. Es ist jetzt halt noch relativ früh am Morgen. Ihr könnt es sehen, es ist noch komplett dunkel. Wir haben hinter uns einen komplett gefrorenen See und ich bin heiß auf richtig große Hechte. Tobi, do you think we're gonna catch some real big pike today? We'll see. It's the first time we're going ice fishing, me and Edwin as well. And the first this time year. This year. Not ever. This year. And in fact, the best time for ice fishing is on the first ice and the last ice. And this is the first ice, so we have a great chance to catch große Hecht. So in the Chevy and hit on the water. Und wenn ich schon mal in Schweden bin und Eisangeln gehe, darf natürlich Edwin auch nicht fehlen. Hi Edwin, welcome! So are you pumped for today? Yeah, really pumped for big pike today. Yeah, last time we had like good fishing in Germany. Yeah. This time I'm visiting you in Sweden and you show me what your waters can deliver. Yep, so today we're going to catch meters pikes. That would be great. So let's go and pull the sleds onto the ice. Für mich ist es das erste Mal Eisangeln und ich bin es noch nicht gewohnt. Aber das Schöne ist, man hat einen Schlitten dabei und den zieht man dann raus aus Wasser, so weit man eigentlich kann oder an die Plätze, wo man möchte. Wir fischen heute relativ flach, glaube ich, aber ich lasse mich von den Jungs einfach an die guten Plätze führen. Und jetzt heißt es erstmal Schlitten aufs Eis ziehen und dann ein kleines Workout machen. Also normal bin ich ja schon sehr tackle-verrückt, aber ich glaube, mit so vielen Routen bin ich auch noch nie losgegangen. Wir haben jetzt bestimmt 16 Routen oder so dabei, aber das braucht man beim Eisangeln, beim Ansitzangeln, um auch möglichst effektiv zu sein. Also ich habe richtig Bock, Eisangeln wollte ich schon immer mal machen und jetzt ist die beste Gelegenheit. Wir haben es hier richtig kalt, minus 20 Grad oder so und deswegen bin ich jetzt halt richtig heiß, um den ersten, ja Wurf ist es gar nicht, den ersten Köder runterzulassen. Noch ein kleiner Sicherheitshinweis, beim Eisangeln ist es immer wichtig, dass man am Anfang, bevor man aufs offene Wasser geht, erstmal checkt, wie dick das Eis ist. Wir hatten es jetzt schon mehrere Tage minus gerade. Ich probiere es jetzt aus mit diesem Spieß, mit dieser Lanze, ob es dick genug hier ist. Also es sieht gut aus, wir haben hier bestimmt 5 cm Eisdicke, das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt halt raus aufs Offene gehen. This is the drill that you make the hole in the ice with, so here you go. Thank you very much. Also für mich ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Loch bohre. Mal schauen, ob das funktioniert. Ihr müsst es mir verzeihen, wenn das ein bisschen unprofessionell rauskommt. Well done. Well done. Sehr gut. But I can show you how to do it proper. Okay. What you need to do is you need to put your left hand here and then you need to put a lot of weight on it. Stand with the legs like this and then... Okay. That's how you do it. That's the pro. Also das ist der Profi, der hat es schon ein paar Mal gemacht. Probiere ich gleich beim nächsten nochmal. Aber jetzt riggen wir erst die erste Route auf und setzen den Köder ins Wasser, damit wir schon mal scharf sind und den ersten Fisch fangen können. Auf geht's. Also das sind die Routen, mit denen wir heute angeln. Nein, das sind keine Kinderangeln. Das ist nämlich Edwins glückliche 10 Kilo Route. Mit der hat er schon ein paar 10 Kilo Hechte gefangen. Dann haben wir noch dieses coole Gerät, Bissanzeiger. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Aber auf jeden Fall, was ich gesehen habe, ist, wenn man Biss hat, dann springt es nach oben, macht ein cooles Geräusch. Und jetzt gehen wir zum Loch und ködern die Haken an. Also wir haben es hier sehr flach, wir brauchen gar nicht sehr tief runter, vielleicht ein bisschen mehr als Vorfachlänge, so 50 cm. Ich glaube, es ist hier so 1,5 Meter tief. Und die Hechte, die kommen dann hoch und fangen sich und schnappen sich den Fisch. Dann legt man die Rute hier so rein. Man schaut, dass die Spitze natürlich über dem Loch ist, dass wenn man einen Biss hat, die schön nach unten gezogen werden kann. Klippt dann nein, hier. Nein, 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 nein.
Danke! On the second, between the first and the second one. Yeah. Then it will look much better. And just very, very, very light here in the Scotty clip. And then you're ready. Also, so einfach geht's. Vom Profi gelernt. Und jetzt sind wir ready, können auf den ersten Biss warten. Aber dabei ist noch nichts, da ist noch gar kein Rotauge dran. Nach ungefähr einer halben Stunde Vorbereitungszeit haben wir jetzt halt endlich alle Ruten draußen. Ich habe 5 Stück, Tobi hat 6, Edwin hat 6 Stück. Also da wird auf jeden Fall irgendwas beißen. Und jetzt halt müssen wir einfach nur unsere Ohren aufmachen und warten, bis wir ein Klingeln hören. Can you hear something, Edwin? I can't hear anything. Yeah, so far. Fight, fight, fight. Also Tobi hat jetzt gedacht, wir haben schon ein bisschen von da drüben geschrien. Soll ich kommen? Aber nee, das war jetzt halt nur Probealarm. Der nächste ist aber ein echter Alarm und jetzt heißt es dann warten, nochmal alles ein bisschen checken, dass wir überall alles wirklich ganz perfektionell ausgeführt haben. Und dann, ja, ich bin heiß auf den ersten Hecht. Also die Routen sind alle scharf, wir warten jetzt halt hier noch auf den ersten Biss. Die ersten 1,5 Stunden sind schon vorbei. Langsam könnte auf jeden Fall mal ein Biss kommen, dass wir wieder ein bisschen warm werden und ja, und ein bisschen rennen dürfen. Aber wir sind zuversichtlich, heute kommt auf jeden Fall noch was. Wir machen gerade ein bisschen Mittagessen, also wärmen uns auf mit einer heißen Suppe. Does it taste good, Toby? 10 out of 10. That's good. Not the fishing. Ja, also wie gesagt, beim Angeln können wir uns noch ein bisschen verbessern, aber ja, wird auf jeden Fall noch was gehen. Wir haben jetzt 17 Ruten draußen und irgendwo wird wohl ein Hecht, ein Hungriger rumschwimmen und dann den Köder beißen. Wir müssen diese Hechtangeln verbessern, Edwin. Jawohl. First flag of the day! I'm so happy! Yes, now we catch a big grease here. Yeah, take it, Edwin. But no, Tobbe, don't stampa so much. Okay. Den har tagit, men har jävla. Den har tagit lina faktiskt. Edwin! Den har spottat ut! No! That pike spit out the roach. Also das war jetzt der erste Biss. Leider hat der Hecht den Köder wieder ausgespuckt. Aber das war jetzt mal ein gutes Gefühl, das zu sehen. Ich habe in dem Moment gesagt, es wäre jetzt cool, wenn genau die Flagge runtergehen würde. 3 Flaggen daneben ist sie dann runtergegangen und wir haben den Biss richtig gut gesehen. Aber ja, vielleicht fangen sie jetzt halt an zu beißen und wir kriegen jetzt ein paar mehr Bisse. But I think the next one we will get. The next one for sure. I have one thing to say. Scheiße! We have a flag again. It's a strike period now. I just said that, so yeah, I think we're going to hook this one. If he takes line. He takes line, Edwin! Oh. He takes line! Run! Does it take line? Yeah. Oh. Stor gädda! Oj, 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 oj! Den drar ju! This is a nice fish! First fish on the hook! Du den Tobbe! Yeah, first fish of the day! Look at this one! This is a nice pike! Very good, Edwin, congrats! Yeah, thank you, Severin! Good motivation for today! Yeah, yeah, funny! Need to hook it off! Hej då, gäddan! Biss, ich habe meinen ersten Biss. Schnell. Come on, Severin, catch it. Oh, it takes line. Really? Take it easy now. Take it easy. Okay. Also wir müssen jetzt langsam rangehen, dass wir den Fisch nicht verschrecken. Oh mein Gott, I'm nervous. You have a fish, Severin. Take it so I don't put it on the... Yeah. Oh, yes. Fish on! Is it good? No, it's a small one. Yes! Schaut euch den kleinen Hecht an. Mein erster Hecht beim Eisangeln. Boah, cool. Der Kleine hat sich jetzt auf jeden Fall ein ganz schön großes Rotauge reingepfeffert. Ja, coole Sache. Und hier müssen wir die Fische schnell versorgen, weil hier ist es sehr kalt. Deswegen darf der auch gleich wieder zurück. Hier in Schweden ist das Gott sei Dank erlaubt. Aber schaut mal, wie schön dunkel die sind, schöne Farben. Ey, cool. Ich bin mega happy. My first pike for ice fishing. Well done. Und der Kleine darf zurück.
Well done. Dafür hat man gerne mal kalte Hände. Nice. Ah, ja, gute, danke. Bitte. Also wie ihr seht, es ist schon dunkel geworden. Wir haben unser Zeug schon zusammengepackt und ich würde sagen, es war ein richtig, richtig cooler Tag. Für mich das erste Mal Icefishing. Thank you guys very much. It was a nice day. First time Icefishing for me. And I would say we go tomorrow again and try to catch more fish, or? For sure. Yes. That's nice. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, doch.